Ungarn hat seit dem 1.9. die Grenzen geschlossen. Ungarn ist damit das erste Land Europas, welches aufgrund der steigenden Corona-Zahlen die Grenzen zu allen Ländern abgeriegelt hat. Seit gestern dürfen keine Ausländer mehr ins Land einreisen. Ausnahmeregeln gibt es für Berufspendler, Geschäftsreisende, dringende Familienangelegenheiten oder auch medizinische Reisen, die notwendig sind. Hierfür sind Sondergenehmigungen erforderlich. Die Regierung hat gestern noch eine Ausnahmeregelung für bereits gebuchte Urlaubsreisen von Tschechien, Slowaken und Polen eingeräumt. Die EU kritisiert diesen extremen Vorgang stark und hat Ungarn aufgefordert, die Grenzschließung wieder aufzuheben. Der Flugverkehr ist bereits stark zurückgegangen seit gestern und die ungarische Gesellschaft Wizz Air hat angekündigt, den Flugplan ab Ende der Woche weiter drastisch zu reduzieren. Ungarn ist somit komplett abgekapselt zu anderen Ländern.